Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Einstieg in die Riff-Aquaristik. Ich bin der Sven und ich möchte euch heute gerne mal zeigen, wie es ja momentan so mit meinem Bunny-Light und meinem Zeolite-System läuft. Und dann noch eine kleine Sache, ich habe ja so ein bisschen mit Cyanus zu tun gehabt und dann geht es heute nochmal um das Red X. Bleibt dran! Ja, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid und dass ihr so fleißig meinen Kanal verfolgt. Ja, wie gesagt, ich betreibe jetzt eine Woche lang. Ich habe, wie gesagt, letzten Donnerstag das Video gemacht über das Bunny Light System und das Zeolite System. Und ja, jetzt ist wieder eine Woche rum. Ich habe gesagt, Donnerstags gibt es jetzt immer Videos. Ja, jetzt betreibe ich seit einer Woche das Bunny Light System. Das habe ich 2 Tage laufen lassen und seit 5 Tagen ist jetzt auch das Zeolite System am Start. Ja, und ich bin eigentlich guter Dinge, dass das gut funktioniert. Ich habe jetzt gerade eben nochmal meine Werte gecheckt. Also ich habe jetzt einen KH-Wert von 7,8, einen Calcium-Wert von 440, mein Magnesium ist bei 1320, das ist auch noch in Ordnung. Und dann habe ich meinen Phosphatwert gemessen, der liegt bei 0,04 und mein Nitrat bei 4. Also das ist eigentlich optimal, so soll es sein. Und so versuche ich jetzt auf jeden Fall meine Werte stabil zu halten und dann sollte dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen. Ja, ich bin sehr zufrieden und ja, wie ihr seht, ich freue mich auch so ein bisschen, denn ich habe auch wieder richtig Spaß an meinem Hobby. Denn ich bin so gut wie meine Cyanus los. Also tatsächlich hat es geklappt. Und zwar das Red X aus dem Hause Fauna Marine. Das hat der Claude neu auf den Markt gebracht und ich finde das Zeug echt gut. Also bei mir hat es geholfen. Ich habe ja, wie gesagt, schon alles Mögliche ausprobiert. Mit der Plankton-Methode, mit Licht aus, mit Wasserwechsel nachlassen, war für mich immer so, Da gehen nachher meine Werte futsch. Ja, absaugen sowieso immer und ja, es hat alles nichts gebracht. Und ja, da habe ich dann gesagt, ich suche mir was Neues und fand das mit dem Red X ganz interessant. Ja, und hier ist halt folgendes: Dosierung 10 ml pro 100 Liter täglich für 6 Tage. Danach 5 Tage Wirkdauer. Das heißt jetzt im Grunde genommen, dass das Zeug halt 11 Tage lang wirkt. Und man soll in dieser Zeit halt auch keine Wasserwechsel machen. Also ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich am Sonntag einen Wasserwechsel gemacht habe. Dann habe ich Sonntag gleich dosiert, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jetzt muss ich morgen halt nochmal dosieren und dann bin ich damit durch. Danach ist dann 5 Tage Wirkungszeit und dann sollte ich eigentlich durch sein mit den Cyanus. Also ich bin jetzt schon echt überzeugt davon. Ich hatte, glaube ich, nach 3 Tagen habe ich gesehen, dass die Cyanus nicht mehr am Tag so aufblühen, sondern dass sie tatsächlich in der Nacht zurückgehen und dann auch so wegbleiben. Und normalerweise ist es tatsächlich immer so, sobald das Licht hier anging, dann sind sie wieder komplett aufgeblüht, abends wieder zurückgegangen. Und jetzt ist halt, sind immer weiter täglich zurückgegangen. Und ja, wir schauen auf jeden Fall gleich mal ins Becken und dann zeige ich euch das mal. Das ist natürlich nicht garantiert, dass es jetzt bei jedem hilft, aber wie gesagt, ich habe schon einige Sachen durch und Mycosidol, was ich damals ja mal ausprobiert habe, würde ich heutzutage nicht mehr machen, weil es ein Antibiotikum ist. Das hier ist kein Antibiotikum. Da ist halt ein Inhaltsstoff, einmal Wasser, Natriumchlorid und Salicylsäure. Das ist das Einzige, was da jetzt an Inhaltsstoffen drin ist. Vielleicht auch noch irgendeine Geheimmischung, aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es kein Antibiotikum und damals habe ich mir meine ganzen Bakterien damit kaputt gehauen und habe mir fast das ganze Becken gegen die Wand gefahren. Und jetzt im Nachhinein ist Mycosidol ja auch vom Markt verschwunden und verboten, weil es halt auch schädlich für den Menschen ist. Ja, mit diesem Zeug habe ich jetzt mal meine Erfahrung gemacht und bisher bin ich echt zufrieden. Wenn ich jetzt meine Wasserwerte noch halte, dann sollte das eigentlich ganz gut laufen, jetzt das Becken. Ja, und ich würde sagen, wir schauen auf jeden Fall mal rein. Ja, aber erstmal wirkt das Wasser ziemlich klar. Das ist schon mal echt cool. Der Bodengrund ist wieder schneeweiß. Also es ist echt klasse und ich habe da nicht drin rumgewühlt oder sonst irgendwas. Sondern ich habe da echt geguckt, dass ich das nur dosiere und es hat sehr gut funktioniert. Und selbst hier waren ja auch immer so viele Cyanus dran und man sieht jetzt, dass selbst diese kleinen Stommeläste wieder Polypen ausbilden. Also das finde ich echt klasse.
Das ist ja eine Millipora, so eine Acropora-Art. Ja, hier hatte ich einen ganz kleinen Ableger. Der hat es leider nicht geschafft, der war zu voll mit Cyanus. Auch hier, das war total voll und da sind es jetzt auch nur noch so kleine Fitzelchen. Die werde ich mal absaugen jetzt am Wochenende, falls die dann noch da sind. Naja, und hier sind jetzt auch noch so ein paar Belege dran. Aber bilden sich auch Bläschen, was für mich immer damals ein Zeichen war, dass das auf dem Rückgang ist. Ja, und ich bin da sehr zufrieden mit. Hier mal meine neue Koralle, meine Fungia. Hat auch richtig klasse Polypen. Ja, hier der Groot. Der hat auch noch so ganz leichte Cyanus oben am Kopf. Und die wächst hier auch echt schon klasse drüber. Oh, die leuchtet jetzt ziemlich blau, aber auf jeden Fall bewächst sie den Groot. Das war ja mein Ziel. Ja, und hier habe ich jetzt nochmal einen Ast abgebrochen hier unten. Und ich finde, dass sie schon wieder mehr Farbe bekommt. Also bin ich echt gespannt, ob die das noch überlebt. Man wird sehen. Aber wenn nicht, dann muss sie halt raus und dann muss da mal was Neues kommen. Aber ich bin momentan echt zufrieden. Also selbst hier auf der Pumpe, die war komplett voll mit Cyanus. Da sind jetzt nur Kalkrotalgen noch. Hier noch so ganz kleine Fetzen. Aber ansonsten verschwinden die tatsächlich. Das heißt, es kann wieder bergauf gehen. Aber so ist das halt. Und ich finde es halt auch wichtig, dass ich euch auch über meine Probleme halt so ein bisschen informiere. Ah, hier hinten, da sieht man noch so ein paar Cyanus. Wie gesagt, es ist nicht immer alles schön und viele stecken gleich den Kopf in den Sand und sagen, oh mein Gott, das kriege ich nie wieder hin. Und vielleicht ist Aquarium nichts für mich oder so. Das ist Schwachsinn. Es dauert alles seine Zeit. Man wächst mit den Erfahrungen, das ist auch beim Aquarium so. Ja, und dann kriegt man halt auch die großen Probleme mal in den Griff. Oh, ich bin ein bisschen am Wackeln. Ja, ich finde das echt klasse und auch hier meine Bubblegum. Die zeigt echt klasse Polypen und hinten sieht man auch, dass das, was abgestorben war, so langsam wieder überwachsen wird. Also es geht langsam echt wieder voran. Aber es dauert halt alles. Nochmal meine Chalice. Muschel ist auch schön aufgepumpt. Ja, ist auch wieder im Bild. Hier waren halt überall waren hier Cyanus und die sind alle verschwunden. Also großes Lob hier an Fauna Marine, muss ich schon sagen. Auch wenn das jetzt wieder eine Werbung ist, aber ja, mein Gott. Also ich finde halt, man kann auch ein bisschen Werbung machen dafür, wenn man damit zufrieden ist. Wenn ich jetzt immer noch Cyanus hätte, dann hätte ich jetzt auch gesagt, ja, irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Aber siehe da, es funktioniert und das finde ich halt, ist das Wichtigste. Ja, und mit dem Zeolite, da können wir auch gleich nochmal ins Technikbecken reinschauen. Schauen wir uns das auch nochmal an. Ja, gucken wir da auch nochmal rein. Also es ist schon echt verdammt eng jetzt hier drin. Hier ist einmal meine Beleuchtung für mein eigenes Refugium, was hier unten ist. Funktioniert auch richtig klasse. Ich schieb das mal kurz weg. Ja, jetzt haben wir hier einmal den Neos Torque. Da habe ich ja jetzt die Carb 11 Daueraktivkohle drin. Das funktioniert auch richtig klasse. Plätschert noch ein bisschen, aber mit der Zeit ist hier so ein leichter Belag drauf und dann ist das auch weg. Ja, der Arke-Abschauer macht weiterhin richtig geile Arbeit, also bin ich sehr zufrieden mit. Ja, und hier hinten habe ich jetzt noch mein Zeomatic hingequetscht. Einmal die große Pumpe auf der Seite und auf der anderen Seite die kleine Pumpe, die halt dauerhaft läuft. Ja, und jetzt habe ich halt hier auf der anderen Seite, können wir auch gerne nochmal gucken,
gebe ich jetzt unten mein Magnesium, aber Magnesium muss ich tatsächlich nicht dosieren, habe ich jetzt einfach nur dran zur Sicherheit, falls ich es dann doch nochmal dosieren muss und der Magnesiumwert ein bisschen absackt. Das ist aber von Aquarium zu Aquarium halt unterschiedlich. Die einen haben mehr Weichkorallen und LPS, die verbrauchen halt ein bisschen mehr Magnesium. Da ich halt hauptsächlich SPS hier in meinem Becken habe, kann ich das halt ausgleichen mit dem Wasserwechsel. Also mein Magnesiumwert, der ist halt echt gering hier drin. Aber ich habe es jetzt erstmal angeschlossen gehabt, habe es ja auch angemischt und ja, nur verbrauchen tue ich es halt nicht. Und ich denke mal, dass das irgendwann hier wieder rausfliegt. Ja, jetzt habe ich hier oben, das ist einmal meine Zeitschaltuhr für mein Licht für das Algrifugium. Und dann habe ich hier mir einmal so eine digitale Uhr geholt. Und das ist halt einmal für den Zeomatic, für den Spülgang. Sollen wir alle 2 bis 3 Tage einmal machen, für eine Minute lang. Und ich habe es jetzt so eingestellt, Montag, Mittwoch und Freitag. Dann haben wir am Wochenende einmal 3 Tage und sonst 2 Tage. Das konnte ich halt bei der Uhr so einstellen, habe ich es gleich so übernommen. Ich hätte jetzt auch jeden einzelnen Tag machen können, aber ich fand die Funktion halt ganz cool. Ja, und hier habe ich erstmal so eine Steckdosenleiste hier reingemacht und um da halt auch noch ein bisschen mehr Ordnung zu machen, habe ich mir jetzt aber gleichzeitig auch nochmal die Ibiza Steckdosenleiste dazu geholt. Die zweite, die ich jetzt hier unten einbauen werde, die zeige ich euch dann in meinem nächsten Video. Wir haben es jetzt gerade 9:30 und ich werde da jetzt gleich noch ein bisschen basteln. Dann fährt das Aquarium langsam schon wieder runter und dann kann ich die Verbraucher auch rausziehen. Ja, und dann werde ich da auf jeden Fall den Zeomatic mit dran machen und dann kommt die Uhr oben hin mit einer Verlängerung, sodass das hier vorne halt ein bisschen sauberer aussieht. Ja, hier hinten nochmal mein Reef Dozer. Also ich bin nach wie vor richtig zufrieden mit dem. Ich habe den jetzt auch, seitdem ich mit dem Aquarium halt angefangen habe und ohne Probleme und keine Schwankungen drin oder der dosiert mal viel oder so, habe ich alles gar nicht. Das ist echt klasse und ja, kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Und ich finde ihn halt auch preisgünstig. Also viele wollen ja dann was Gutes haben und ich finde, der ist echt klasse. Ja. Hier halt nochmal die Ibiza Steckdosenleiste, von der ich gerade gesprochen habe. Da habe ich ja damals mit angefangen bei meinem Aquarium. Ich habe halt geguckt, Mensch, was gibt's denn so? Und dann bin ich halt auf diese Lichtsteuerleisten gekommen, wo man eigentlich Diskotheken das Licht mitsteuert. Ja, da ich halt damals so ein bisschen aufgelegt habe, bin ich da so ein bisschen drauf gekommen. Und bei den Red Sea Max Serien war das, glaube ich, da gab es halt so einen Aquariumcomputer und da konnte man halt die Verbraucher auch einzeln an- und ausschalten und ja, sowas wollte ich halt bei mir auch haben und es macht halt einfach mehr Ordnung. Ja, jetzt habe ich mir die zweite dazu geholt, weil ich einfach viel zu viele Verbraucher habe. Alleine die Lampe, die hat ja 2 Stecker dran, gut, die laufen über eine Verlängerung, aber man hat ja so viele Sachen. Ich habe hier Licht, Unterschrank, Lampe, Abschäumer, Rückfüllerpumpe, Strömung 1, Strömung 2, Reaktor, Heizung, dann kommt meine Jaya da auf die andere Leiste mit drauf, dann das Algenrefugium kommt da rauf, der Reef Dozer kommt da rauf, ja, und der Zeomatic jetzt eben auch und ja, muss ich halt gucken, dass ich die jetzt da noch mit reinfummel, aber die Dinger sind halt echt klasse und wenn man jetzt halt guckt, also fast jeder Aquarianer hat die jetzt bei sich drin, das fand ich damals echt klasse. Kurz vorgestellt und die haben mich zugebombt damals, wo ich denn diese Leiste her habe. Ja, die Dinger sind halt echt klasse und kosten circa einen Fuffi. Ab und zu kriegt man sie auch schon mal für 45 Euro. Ja, und sie erleichtern einem halt auch so ein bisschen die Arbeit am Aquarium. Gerade wenn man jetzt irgendwie einen Wasserwechsel macht, dann kann man mal eben kurz den Verbraucher ausschalten, ohne dass man jetzt irgendwelche Stecker ziehen muss. Ja, und sie bringen halt so ein bisschen Ordnung in den Unterschrank, ne? Das zeige ich euch dann auf jeden Fall nächste Woche. Wie ich das dann jetzt gemacht habe und wie es dann ausschaut. Ja, aber genau aus diesem Grund mache ich halt auch meinen YouTube-Kanal und ich freue mich halt, dass ihr daran teilhabt und ja, ich euch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann. Ich weiß halt noch, wie ich gestartet bin und irgendwie vom Riesenhaufen Fragen stand und nicht wusste, wie ich was machen soll. Was ist KH, was ist Calcium, was ist Magnesium, was hat das mit Wasser zu tun? Keine Ahnung, da waren so viele Fragen. Ja, und da versuche ich euch halt so ein bisschen zu helfen.
Klar weiß ich auch nicht alles und meine Antworten sind auch nicht 100% oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich mache es auch erst seit 4 Jahren. Aber die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, die möchte ich halt gerne mit euch teilen. Und ja, es freut mich halt tierisch, wenn ihr daran teilhabt. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und ja, lasst mir einen Daumen da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt in meine Facebook-Gruppe Eider Aquaristik oder eben auch auf Instagram Eider-Aquaristik. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, bei Facebook gibt es immer ein paar tolle Diskussionen und auch von Anfängern ein paar Fragen. Und ja, sind auch viele Leute drin. Robert Bauer, Claude Schumacher, die beantworten auch gerne mal ein paar Fragen. Ja, ich sage erstmal Tschüss und wünsche euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.